Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Ja, beim letzten Mal bin ich hier stehen geblieben, als ich festgestellt habe, Moment mal, ich bin jetzt wieder in einem anderen Bereich, wo ich auch gefühlt nicht so häufig war. Und ja, tatsächlich, ich habe hier wieder Sachen übersehen. Zum einen ist hier eine Tankstelle mit einer Kiste. Was ist jetzt noch 10? Achso. Was jetzt noch heißt, dass ich noch 10 Lebenskisten brauche. Und zwar ist das bei den 6 Windrädern, die ich schon zerstört hatte, ironischerweise. Also, tatsächlich hätte ich das mitkriegen müssen, dass hier noch was ist. Oder sein sollte. So, der nächste Punkt, was ich noch habe, ist hier oben irgendwo sollte was sein. Tut mir leid, wenn es ruckelt. Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt liegt. Okay. Habe ich mich jetzt getäuscht? Habe ich mich jetzt wieder täuschen lassen? Okay, egal. Ich gucke mal ganz kurz von einer höheren Position. Da muss ich dann mich aber für an dieses Objekt ranschwingen. So, und zwar hatte ich jetzt noch das Gefühl, dass ich eine Pipeline hier irgendwo gesehen habe. Aber nee, das war wieder so ein Zaun, ne? Genau. Okay, also wie gesagt, diese Tankstelle habe ich halt übersehen. Hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Im Endeffekt habe ich ja auch hier die Statue zerstört. Also, wie konnte ich dann diese kleine Tankstelle da drüben übersehen? Keine Ahnung, keiner weiß es. Was ich jetzt noch überprüfe, ist diese weißen Flecken hier oben. Deswegen wandere ich jetzt ja gerade hier über diesen Berg so rüber. Und natürlich, wenn ich irgendwie gerade sporadisch noch was sehe, werde ich in dem Bereich natürlich auch nochmal suchen. Zum Beispiel wie da, ne? Okay, es kann grandioserweise aber sein, dass ich da schon überprüft habe. Ich gucke aber trotzdem. Sicher ist sicher, ne? Vor allem, wenn kein Radar auftaucht, ist ja auch nichts zu befürchten, ne? So. Okay, es kann natürlich sein, dass es dazu gehört. Okay. Ich habe wieder eine Kontrollstelle. Oh mein Gott, mein Gott, oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Da ist noch was, das habe ich aber schon geprüft. Da ist noch was, das habe ich schon geprüft. Oder? Okay. Dann kann ich ganz kurz nochmal nach darüber. Wieder, also ich gucke halt wirklich ganz genau jetzt aktuell. Weil es halt wirklich die letzten verdammten 90% jetzt schon fast sind. Ich muss gleich nochmal gucken, wenn ich wieder was einsammle. Weil ich nicht vergesse zu gucken, wie viel Prozent ich habe. Okay, ich könnte jetzt auch einfach auf die Karte gehen und danach gucken, aber kriegst halt später drauf, ne, als Spieler. So, jetzt ist hier aber tatsächlich auch nichts. Gut, dann kann ich noch hier gucken. Und dann muss ich den Rest noch überprüfen, was noch übrig bleibt. Es halt, was mich halt nervt, es ist halt echt nur noch ein einziger verdammter Propagandawagen, der auch noch irgendwo herumgeistert. Echt jetzt, also das ist so, muss das sein? Kann er nicht irgendwie sich einfach selbst zerstören? Via Selbstzerstörungsfunktion, achso, da oben war ich ja schon. Ach, okay, grandios, dann war ich da überall auch schon. Okay, ich überprüfe es aber trotzdem nochmal. Kann man ja immer noch was übersehen haben, ne? Schließlich. Obwohl, ne. Bin doch recht genau hier vorgegangen. Okay. Das ist das eigentliche, was ich überprüfen müsste. Hier. Alle Einheiten bei Sichtkontakt feuern!
Okay. Genau. Jetzt die Straße hier so rechts runter. Kurzerhand mal alles zu prüfen ist. Kann es doch nicht sein. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Wieder ein Fahrzeug mehr. Somit fehlen nur noch 8. 8 Fahrzeuge, Leute. Die magische Zahl 104 haben wir bald schon erreicht. Was zum Teufel machen Sie da? Okay, das ist zu schwer. Ja, ich wollte wieder die Spielerei machen, ich weiß. Okay, das ist halt auch echt nicht einfach. Okay, ist auch nicht funktionell. Egal. Okay. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln oder wenige Stunden, je nachdem, wie viel noch kurz vorher geschieht, aber es kann eigentlich nichts mehr sein. Oder dürfte nichts mehr sein. Es könnte aber natürlich sein, dass ich jetzt sogar was sehe oder finde, was ich so nicht gesagt habe, gedacht habe, dass ich es sehe oder finde. So, jetzt sehe ich mal hier wieder die Füße von so einer Statue. Wow. Oh, so, jetzt aber. Okay. Dass mir das langsam geht. Nein, keine Sorge. Okay, hier ist eine freie Fläche. Okay. Was war das denn jetzt für ein Ausstieg? So.
Ah, genau, das war ja. Genau, das war ja das, was in zwei Richtungen geht, ne? Genau, da wollte ich ja in die andere Richtung nochmal genauer sein. Okay, es kann natürlich aber auch sein, dass dann am Ende einfach es nur im Boden verschwindet. Okay, und das ist es auch. Toll. Ich sagte ja, manchmal sind solche Sachen echt ungefähr. Unfair. Nicht ungefähr, Gottes Willen. Kann schon ja nicht ordentlich sprechen, ja. Okay. Oh mein Gott, was tun Sie da? So, was ich jetzt tue. Ja, ganz einfach. Ich fahre ein Rennen gegen mich selber hier hinten hin. Ja, total unnötiges Tim-Tam, aber vielleicht finde ich ja darauf hin bei 11 Kilometern nochmal was, was ich hier finden kann. Ansonsten ist die Insel wirklich eigentlich Mist. Zu 89% clear. Mein Auto, mein Auto! Nee. Da sind wieder Füße. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Füße immer an Autobahnen oder an Ortspunkten hängen. Also sprich, dass sie halt in der Nähe eines Ortes sein müssen. Können also nicht quasi in der Pampa herumstehen, sondern müssen wirklich ortsgebunden sein. So, keine Ahnung, Brücken, Dörfer, USW. Kann mich aber auch täuschen wieder, wie gesagt. Okay, grandios, prima. Okay. Scheiße! Ich nehme keine Anhalter mit. Okay, ich habe halt den Standpunkt verwechselt. Das ist eine Pipeline gewesen, die zum Ort gehört. Tut mir leid. Ich kann mich auch mal kurz täuschen für eine Sekunde. Darf aber natürlich nicht zu häufig passieren. Ist mir klar. Okay. Grandios, aber wir haben schon 3 Kilometer abgerissen. Sind Sie betrunken, verdammter Idiot? So, nee, Quatsch. 4 Kilometer glatt abgerissen. Und können noch weitere abreißen in den letzten 10 Minuten, die mir noch verbleiben. Dann mache ich erstmal Schluss und dann würde ich sagen, gucke ich wirklich mal, dass ich wirklich im Off aggressiv die Map absuche. Also sprich, ich werde mir gleich mal mein Zweitgerät, aber auf jeden Fall allgemein ein Zweitgerät krallen. Mir kurz eine Karte öffnen und dann einfach stückweise die markieren, wo ich schon war. Wobei, ich habe ein Endgerät hier oben. Ich könnte, das mache ich gleich mal. Ich werde mir ganz kurz gleich mal das Endgerät aufladen. Strommäßig und dann gucke ich mal, da ich mir eine Karte raussuche und sage, okay, jetzt gucke ich mir diese Punkte nochmal an. Und sage natürlich auch gleich, welche Punkte ich schon habe. Also kurzerhand markiere ich mir die schon. Okay, aber was viel wichtiger ist, wir sind noch bei 5 Kilometer Entfernung. Das heißt, ich kann noch einen ganzen Meter machen. Entschuldigung, das musste kurz sein. Was natürlich sein kann, dass nochmal im Gebirge irgendwie was ist, weil ihr merkt ja, ich fahre hauptsächlich eigentlich gerne so hier unten herum. Im Gebirge bin ich eher so, ja, flugapparatmäßig lieber unterwegs, weil geht halt schneller, bin ich halt mobiler. Okay, was mir noch einfällt, ich kann natürlich die ganzen Brücken nochmal alle überprüfen. Also alle Brückenpunkte. Weil es kann natürlich sein, dass jeder Brückenpunkt mindestens 2 Kisten beinhaltet noch.
Das wird dann eine ganze Zeit lang dauern, bis ich da alles habe. Okay, da habe ich an alles gedacht. Okay. Das passiert, wenn man nicht auf den Bildschirm guckt. Entschuldigung. Ups. Habe ich mich kurz mal wieder nach der Uhrzeit geguckt. Ich muss sagen, ich kann auch nicht mehr lange. Ich muss nämlich bald wechseln zu Schneiden und Rendern und meine Folgen gucken. Also meine Serie halt. Okay. So. Bist du blind oder was? Okay. Okay, okay, okay. Ich muss in mein Haus. Hey, was? Passen Sie doch auf! Cool. Also, ich kann nur so viel festhalten, hier wird nicht viel sein. Ja, okay. Bis hier oben noch fahren. Scheiße! Was machen Sie denn mit meinem Auto? Wisst ihr, was ich mal ganz kurz mache? Bevor ich weiterfahre und nachgucke, ob noch irgendwo was ist, kurz mal hier diesen Pseudostützpunkt, nenne ich jetzt mal, überprüfen, ob hier nicht was sein könnte. Okay, natürlich könnte ich mal damit fahren. Aber den hatte ich anscheinend schon. Okay. Da! Das ist der Scorpio! Cool, grandios, prima. Cool. Nichts da. So, verbleibende Minuten 6 für 20 Kilometer? Nein, keine Ahnung. So ein paar Kilometer halt aber noch. Nee. Achso, übrigens, um nochmal auf ein Thema zu sprechen zu kommen, was ich in einem der Parts angeschnitten habe. Ich habe mir mal nach längerer Zeit jetzt wieder mal Videos über Minecraft angeguckt. Und eine Sache finde ich echt eine gute Besserung, und zwar Entity oder Enemy, nenne ich es jetzt einfach mal, Range. Das heißt, alles was außerhalb dieser Range liegt, wird despawned. Das bezieht sich, soweit ich jetzt verstehe, nur auf Mobs und NPCs, aber die Information wird trotzdem gespeichert, so verstehe ich das. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Dorfbewohner verschwindet,
in dem Bereich, wird aber wieder reingeladen, sobald man den Bereich wieder betritt. So verstehe ich das, wie gesagt. Ne, also. Jedenfalls finde ich schön, weil so werden natürlich nur die Informationen gespeichert, aber nicht von Gegner, die man nicht möchte eigentlich. Also quasi, wenn man sagen möchte, okay, ich brauche jetzt ein. Was hat der denn jetzt gemacht? Ich brauche jetzt ein Skelett unbedingt. Oder ich brauche jetzt unbedingt einen Zombie. Dann kann man einfach 100 Blöcke weggehen und dann ist da wieder Neues von denen. Kann man natürlich schwieriger Mob-Farmen machen, ne? Dann ist halt nicht der Bereich geladen. Aber das kann man auch nochmal, glaube ich, beeinflussen, irgendwie jetzt seit neuestem. Wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen. Zu viele Neuerungen. Letzte Version, die ich gespielt habe, aktiv gespielt habe, war 7. Also 1.7. Wir sind ja mittlerweile 1.16. Also schon sehr viele Versionen weiter. Kamen viele grandiose Neuerungen, viele blöde Neuerungen, viele blöde Neuerungen wurden wieder verändert, sodass wieder grandiose Neuerungen waren und so weiter. Hast du nicht gesehen, ne? Ach ja, herrlich. Also sehr viel, wo man echt sagte, okay, das ist jetzt schlecht, wurde dann wieder verändert und dadurch wieder zu, das ist gut. Schön, da muss ich mich kurz räuspern. Okay, aber so langsam. Ich merke selber, es wird langsam repetitiv, diese ständige Abgefahre der Karte, das ständige Herumgefliege und so weiter. Und ich finde halt auch einfach nichts mehr. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt einfach wirklich alle Brücken ab. Gerade mache ich das nämlich tatsächlich. Weil wenn man alle Brücken durchrechnet, dann sind das zweimal, sagen wir mal 100, dann sind das so 200 Kisten, die zum Beispiel so vorkommen könnten. Aber wenn man jede Kiste unter einer Brücke prüft, oder unter jeder Brücke eine Kiste prüft, ob da eine ist, meine ich. Okay, und das war jetzt mega verwirrend wahrscheinlich. Das hat selbst mich selbst verwirrt. Okay. So. Genau, ich glaube, hier war so ein Rennen, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich auch noch mal später hin. Das hatte ich ja dann auch gemacht, ne? Jetzt stirbst du, Arschloch! Okay. Wir haben Feindaktivität in diesem Sektor. Alle Einheiten, vorrücken! Wobei, nee, das war eine größere Brücke. Jetzt habe ich wieder. Dann kommt mir aber auch wieder Gedanke, wo das ist. Das ist nämlich gerade mal wieder dieser Stützpunkt, den ich übernehmen musste für die storybedingte Kartenaufdeckung quasi. Also für die, nicht für die Roaches und auch nicht für die anderen, sondern für, ja, den Drogenhändler. Ich hab's vergessen, okay? Nobody's perfect und so, ne? Aber okay. So, das Ganze war jetzt zwar so spaßig, dass ich sage, okay, hab zwar jetzt nichts gefunden, aber Leute, bitte bedenkt, es ist halt echt ein großes Spiel, ihr habt vielleicht einen anderen Weg wie ich, also ich fahre ja wirklich willkürlich hin und her, hoffe, dass ich nochmal das ein oder andere finde, das ist nicht federführend momentan mehr, deswegen sage ich jetzt auch wirklich, ich guck mal, dass ich mir eine Karte nehme, dann exakt auf der Karte Punkte markiere und dann sage, okay, da nochmal hin. So, ne? Also. Oder halt sage, okay, hier war ich schon mit einem schwarzen Punkt markieren. Ne? Okay, wie dem es aber auch sei. Eins halte ich auf jeden Fall nochmal fest. Wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, wie ich noch Sachen finden könnte, bevor ich das mache, schreibt sie ruhig rein. Weil sowas kann auch ganz gut für andere Spiele gelten. Also seid da nicht scheu. Schreibt ruhig solche Sachen. Nein, die Tipps gelten ja für alles. Also wenn ihr sagt, okay, im Spiel XY, ne, also wenn das jetzt sowas wie Just Cause ist jetzt, ich vergleiche es jetzt mal, im Spiel XY, Klammer Just Cause,
ist das so, dass Objekte wie dies und dies einfach nur an diesen und diesen Orten sein können? Dass halt quasi einfach die Entwickler selber so eine Faustregel aufgestellt haben. Wisst ihr, was ich meine? Gut. Jetzt seid ihr, wie gesagt, dran. Schreibt mir ruhig Kommentare. Abonniert bitte den Kanal, das bitte nicht vergessen. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, okay, wie komme ich jetzt eigentlich wieder zu den Typen, den ich letztens geschaut habe. Und vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr nichts weiteres verpassen möchtet. Somit will ich nur noch eins sagen, und zwar, dass ich mich jetzt erstmal verabschiede. Und ich mich jetzt noch darum kümmere, noch die restlichen Brücken abzusuchen. Und ja, würde einfach sagen, ich bedanke mich natürlich für jeden weiteren Abonnenten da draußen. Bedanke mich natürlich an der Matze und so weiter, dass er auch gerade quasi dazu kam, also quasi kommentarmäßig. Freue ich mich natürlich immer über jeden Kommentar. Klar, nichts Weltbewegendes, kein weltbewegender Kommentar an sich, aber es war natürlich schön, endlich mal wieder ein bisschen was zu sehen. Natürlich auch der etwas andere Kanal, glaube ich, hieß er. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, an jeden neuen Zuschauer, Abonnenten, was auch immer da draußen so kommt, herzlichen Dank fürs dabei sein. Und natürlich auch an alle da draußen, die mir einfach so zuschauen und nicht irgendwie abonnieren oder Daumen hoch da lassen. Trotzdem ein fettes Danke, dass ihr es überhaupt, ja, ich möchte nicht sagen ertragt, aber überhaupt aushaltet. Wie gesagt, in baldiger Zukunft kommt auch eine Demo von meinem Spiel, also da könnt ihr euch auch schon mal drüber freuen. Ich weiß halt bloß noch nicht, wie lange ich noch brauche für die ganzen Assets und so. Oh, und hey, welch ein Weltwunder. Wir beenden den Part mit einer Sache, wie ich es angefangen habe, und zwar mit einer Fundsache. So, und jetzt gucke ich genau. Okay, komm. Fortschritt 99,20%, und es wird aber oben links nicht angezeigt. Das nervt mich gerade schon wieder. Ah, egal. Aber ihr seht ja, ich brauche einfach nur diese kleinen Punkte zu überprüfen, die so gerade nicht angezeigt werden an sich. Dann komme ich schon wieder zu Sachen, die einfach nicht aufgelistet werden. Also sprich, optisch nicht. Es kann natürlich auch sein. Ja, komm. Das war jetzt einfach zu offensichtlich. Ich habe den Kreisverkehr so oft vorbeigefahren, ne? Und dachte mir so, warum ist hier eigentlich nichts? Aber nee, ist natürlich noch was. Okay. Und zwar noch eine ganze Menge. So. Okay, cool. Vielleicht sollte ich dann auch viel häufiger solche Kreisverkehre überprüfen. Oder einfach mal auf die Minimap häufiger gucken, wo solche Strukturen zu sehen sind. Weil hier auf der Minimap sieht man es ganz schlecht nur. Aber da könnte jetzt zum Beispiel was sein. Halte ich mal fest. Ja, und ich weiß, ich bin jetzt schon gleich bei 30 Minuten Partlänge. Das ärgert mich doch selber. Aber okay, vielleicht finden wir halt wirklich noch was. Wir sind jetzt ja immerhin bei grandiosen 99,23%. Okay, ich bin jetzt doch ein bisschen schockiert darüber, wie weit ich jetzt gerade gekommen bin. Nur dadurch, dass ich nochmal so ein paar Ruinen gefunden habe, wo noch was drin war. Kurzhand denke ich mir mal so, die Brücken werden es doch jetzt nicht mehr rausreißen. Aber okay, vielleicht ist es auch beides. Man kann ja nicht sagen, okay, ich gucke jetzt nur noch Ruinen nach. Es muss alles so gemischt sein. Na. Hey, was so. Machen Sie da? Runter da! Ja gut, das weiß ich da hinten, das habe ich schon, aber... Okay, Moment. Was ist, wenn jetzt in dem Umfeld noch was ist? In dem umliegenden Bereich. Okay, nee, da ist eine Statue Füße. Vielleicht da hinten, da sehe ich nochmal wieder so einen weißen Punkt. Okay. Kurzerhand dahin mich bewegen. Kann
Kann natürlich aber sein, dass es auch dazu gehört, aber cool, es gehört dazu. Grandios. Das ist einfach nur eine Hütte am Rand. Super, duper. Toll, prima. Fantastisch, schön. Super, das sind solche, ja, Bezugszellen, nenne ich es jetzt mal. Ich werde nicht mehr. Okay, aber wie gesagt, sowas kommt halt vor. Da muss ich halt jetzt die Map noch weiter absuchen. Dann ist es halt so. Aber muss ich auch sagen, okay, da habe ich ja alles schon geprüft. Da kann eigentlich nichts mehr sein. Ne? Wobei ich halt auch immer sage, okay, selbst wenn ich sie überprüft habe, ich sollte vielleicht nicht zu vorschnell handeln. Wie gesagt, bei Rayman hatte ich das ja auch. Ich habe gedacht, okay, in dem Level habe ich doch alles irgendwie. Und dann, wenn man rauskommt, fehlt doch noch eins. Wo habe ich denn das übersehen? Und dann guckt man nach und stellt fest, ach du Scheiße, da war das noch. Und ah, toll, da war das. Das ist halt immer so ein bisschen Kotzkrampf auf Dauer, aber man findet es dann am Ende doch. Und ich muss jetzt Schluss machen, sonst kriege ich hier noch eine Krise mit den Minuten und Sekunden und so, die verstreichen und immer mehr werden dadurch. Und ah. Okay, ich bin ehrlich, ich will eigentlich nicht aufhören, aber ich muss aufhören. Komm, ich prüfe jetzt noch schnell diesen komischen Strich hier. Das ist einfach gar nichts. Gut. Das heißt jetzt noch kurz wieder zurück zur Brücke. Die habe ich mich gar nicht überprüft. Da habe ich ja grandios dran ausgewichen. Da ist aber auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich das Beste draus. Fahre noch einmal für mich selber eine Runde hier drumherum. Zumindest bis hierhin. Und würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.